Hallo lieber Krebs und willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den Januar 2023. Ich freue mich, dass du dabei bist und so wie immer hoffe ich auch, dass es dir sehr, sehr gut geht. Je nachdem, wann du das Video jetzt siehst, wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Falls du das noch nicht im neuen Jahr sehen sollst, das Video, dann wünsche ich dir das auf jeden Fall noch nicht. Und ja, schön, dass du auf jeden Fall dabei bist. Und ich stelle dir jetzt erstmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Ich verwende heute für dich, das ist das Mosen-Tarot. Und die anderen Kartendecks, die ich dann auch noch für dich verwende, stelle ich dann vor, wenn es dann soweit ist. Gut, ich würde sagen, es geht los mit deiner Legung, lieber Krebs. Das hier ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das heißt, nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Spätestens Ende Januar wirst du schon sehen, ob da jetzt irgendwas für dich dabei war oder eben nicht. Ja? Und diese Legung könnte jetzt also für dich interessant sein, wenn du den Krebs im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast oder alles zusammen. Das wäre interessant. Ja, gut, Krebs. Ich lasse wie immer vier Karten rausspringen. Solltet ihr das irgendwie möchtest, also wenn du willst, kannst du gerne vorspulen. Du musst dir das nicht antun, wenn du das nicht möchtest. Gut, Krebs, gucken wir mal, was im Januar auf dich zukommt. Krebs, was bringt der Monat Januar dem Krebskollektiv? Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Januar. Okay. Januar, Krebs, was kommt? Januar, Krebs. Januar Krebs. Noch eine Karte bitte. Krebs Januar. Januar Krebs. Was bringt der Januar noch dem Krebskollektiv? Noch eine Karte bitte. Okay. So, ich lege jetzt für dich die Karten erstmal ordentlich ins Bild und dann würde ich sagen, geht es los. Also es ist ein bisschen schief, aber naja. Ach, das geht schon. So, lieber Krebs, ich beginne mit der Karte jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man sagen, das ist für den Januar die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Das kann aber auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Lieber Krebs, ich würde sagen, wir beginnen. Und da hast du die 9 der Inspiration. Das sind im normalen Tarot die 9 der Stäbe. Und die verraten mir hier auf jeden Fall eins, ganz, ganz sicher. Du hast auf jeden Fall jede Menge hinter dir gelassen. Du hast einen langen, krassen Weg hinter dir. Ja, guck mal im Hintergrund. Der Weg da ist ja wirklich verdammt lang. Also ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Also man sieht hier auf jeden Fall, diese Frau hier ist durch eine sehr, sehr krasse Wüste gelaufen. Trockenperiode, kein Baum, kein Haus, kein Wasser. Ja, und da kann man wirklich bei dir sagen, dass sich das in etwa auch so ein bisschen angefühlt hat, dass du wirklich das Gefühl hattest, okay, es ist alles einfach ein endloser Zyklus. Ich komme einfach nicht zur Ruhe und es wird einfach auch nicht leichter. Und ne, also das sind auch immer wirklich die Verletzungen aus der Vergangenheit, die neuen der Stäbe. Und wo man auch schon so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich muss mich hier abschotten, weil, naja, weil man auch schon nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, ja, weil deswegen ist man vielleicht auch ein kleines bisschen misstrauisch geworden und lässt Menschen nicht mehr so wirklich an sich heran, was nicht unbedingt immer nur etwas Schlechtes ist, ja. Aber man sieht ja auf jeden Fall, ja, deine Vergangenheit oder das, was du durchgemacht hast, hat dich auf jeden Fall schon geprägt, lieber Krebs. Also das ist genau das, was man hier schon sehen kann. Das Gute daran ist, dass es dich aber auch stärker gemacht hat, ja. Weil bei den 9 der Stäben ist es ja auch so, dass der Mensch zwar, der hat Narben davon getragen, aber er ist stärker geworden, er ist schlauer geworden und reifer auch irgendwo, ja. So, unten drunter haben wir jetzt die Energie der 8 der Stimmen. Okay, also sieht das Ganze lieber Krebs, sieh das Ganze jetzt bitte nicht als irgendetwas Schlechtes an, was du hier durchgemacht hast. Es war eine Reifeprüfung, es waren Erfahrungen, die du gemacht hast und die sollen nicht deine Vergangenheit, sollen nicht deine Zukunft oder dein Hier und Jetzt bestimmen. Ja, das ist hier ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, also bei dir hat es ordentlich gekracht. Ja, also mit dem Turm hier, da hat sich einiges für dich offenbart. Da hat sich vor allem offenbart, wie du über dich selbst denkst. Ja, dass du vielleicht auch so bisher das Gefühl hattest, okay, ich bin gefangen, ich bin Opfer meiner Umstände. Stellst jetzt fest, okay, so ist es eigentlich ja gar nicht. Ja, also ihr Krebse, habe ich das Gefühl, ihr hattet gerade 2022 einige Turmmomente, so würden das einige von euch oder allgemein die Menschen bezeichnen. Ja, habe ich schon ein paar Mal in den Kommentaren gesehen, deswegen dachte ich, aha, okay. Ja, okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, lieber Krebs, was jetzt hier rausgefallen ist. Ich beginne mit deiner ersten Karte und da haben wir
Das ist der Stern. Ach, na, guck doch mal, Mensch. Der Stern ist durchaus was Schönes. Der Stern sagt ja, es kommt wieder Hoffnung in dein Leben, wieder mehr Zuversicht, Vertrauen in die Zukunft, aber auch, man sieht wieder voller Hoffnung und voller Zuversicht ebenfalls auch nach vorn. Der Stern steht auch ebenfalls für deine höhere Bestimmung, für etwas, was auch für dich in die Sterne geschrieben steht. Also auf Deutsch, was da sozusagen für dich feststeht. Ja, so kann man das auch nennen. Das ist Wassermann-Energie. Vielleicht hast du es mit einem Wassermann zu tun. Das kann auch sein, oder du selbst bist vielleicht Aszendent Wassermann, Mond im Wassermann, sowas ist auch möglich. Der Stern ist die höchste Schutzkarte im Tarot, ja, da weißt du Bescheid. Was heißt das jetzt? Das heißt einfach, du bist total beschützt von oben, ne? Egal was auch immer du jetzt gerade durchmachst, also hab hier bitte keine Angst, deine Vergangenheit kehrt auf jeden Fall nicht wieder zurück. Deine Vergangenheit ist vorbei, lieber Krebs, ja. Was hast du hier? Die Sonne umgekehrt, okay, naja, es ist noch so ein kräftezehrender Prozess auf jeden Fall. Aber was ich jetzt irgendwo auch so ein bisschen im Gefühl habe, lieber Krebs, mit der Sonne jetzt hier trotzdem umgekehrt, habe ich das Gefühl, du bist auf jeden Fall wieder dabei, zu Kräften zu kommen. Du bist dabei, wieder dich irgendwo aufzubauen, deine Energie auch irgendwo wieder aufzubauen. So spüre ich das Ganze für dich. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt weiter. Ja, wow, die acht der Gefühle sind die acht der Kelche. Du lässt ja auf jeden Fall schon etwas hinter dir, was eventuell wirklich dir schwerfallen kann. Du hast mit einiges, ich will nicht unbedingt sagen abgerechnet, aber du hast mit einigem Schluss gemacht, mit alten Verhaltensweisen, mit Jobs, die nicht länger für dich in Frage kommen, mit Beziehungen vielleicht sogar auch, ja. Oder ganz allgemein stellst du gerade fest, hey, ich wünsche mir einfach mehr und deswegen wird es jetzt auch einfach an der Zeit, mich gewissen Dingen zu stellen, die vielleicht auch nicht unbedingt angenehm sind. Aber wenn man Erfolg in irgendeiner Angelegenheit möchte oder wenn man irgendein bestimmtes Ziel erreichen möchte, muss man auch etwas dafür tun. Da muss man sich auch wirklich in Bewegung setzen. So ist das auf jeden Fall, wie ich das Ganze für dich auf jeden Fall wahrnehme. Es geht auch ebenso darum, lieber Krebs, nicht in deinem Prozess oder was auch immer bei dir los ist, nicht stehen zu bleiben. Es geht darum, vorwärts zu gehen, auch wenn es kleine Schritte sind. Ja, wir haben hier ebenfalls auch schon wieder Wüste, da ist Wüste, da ist Wüste. Hier haben wir die Sonne, da ist übrigens auch Wüste. Also, ja, also es ist ein bisschen hitzig, das Ganze. Was einfach damit gemeint ist, ist einfach, ja, du hast wirklich das Gefühl, dass es ist alles sehr, sehr trocken, sehr dürre und wenig. Ja, es ist anstrengend, sagen wir es mal so. Marsch durch die Wüste ist auf jeden Fall anstrengend, kräftezehrend. Ich glaube, du weißt schon ungefähr, was ich meine. Ja? Was haben wir hier für dich? Das Ass der Inspiration. Du gehst auf jeden Fall, also Krebs, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass du nach dem gehst, was dich inspiriert. Ja? Ich sehe ebenso auch, dass du dich in Bewegung setzt, weil die Achtergefühle stehen auch manchmal so ein bisschen für Stagnation und Trägheit. Ja, sollte das bei dir irgendwie der Fall gewesen sein, sehe ich, okay, da kommt wieder mehr Bewegung rein. Du setzt dich in Bewegung, du gehst ins Handeln, du setzt deine Ideen um, du wirst aktiver. Ja, generell kann es auch bedeuten, dass dir hier eine Chance geboten wird, lieber Krebs. Das ist auf jeden Fall schon interessant. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch mal schauen, was dann noch so kommt für dich in den nächsten Kartendecks. Okay. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Star Codes Astro-Orakel. Das schaut so aus. Ja, es ist ganz, ganz wichtig für einige von euch zu erkennen, dass du kein Opfer deiner Umstände bist. Wenn du also das Gefühl hast, okay, ich fühle mich wie gelähmt, wie gefangen, nein, das ist alles eine Kopfsache. Das ist alles eine Kopfsache. Ja, das ist etwas, was dir dein Köpfchen einredet. Lieber Krebs. Einige von euch, ihr seid möglicherweise auch auf einer Art ewigen Suche. Die Suche nach sich selbst, die Suche nach der Berufung, die Suche nach der Bestimmung, nach dem perfekten Partner, nach dem perfekten Zuhause. Ja, das ist auch das, was ich hier sehe. Aber wir gucken mal weiter. Ich bin gespannt, was jetzt noch für Karten kommen für dich für den Monat Januar. So, Januar. Was bringt der Monat Januar noch dem Krebs? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Krebs. So, was kommt noch?
Was kommt jetzt noch im Januar auf Krebs zu? Krebs Januar. Was kommt noch im Januar auf die Krebsis zu? Januar Krebs. Okay, krass. Also schon wieder, also sehr, sehr viel Gelb. Ja, sehr, sehr viel Gelb, die Farbe. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. So, Krebs, Januar. Was kommt noch? Januar Krebs. Was bringt jetzt der Monat Januar noch dem Krebs-Kollektiv? Januar Krebs, was kommt noch? Na komm schon, mindestens noch zwei Karten. Zwei lasse ich mir nicht gefallen aus diesem Deck. Noch mindestens zwei Karten, bitte. Krebs Januar. Nummer eins, okay. Noch eine Karte, bitte. Eine Karte, bitte noch. Ich muss mit den ersten beiden Karten anfangen, die rausgefallen sind. Das ist zum einen die Sonne. Das ist also die Sonne, die hast du ja hier auch schon mal. Das ist also dein Sternzeichen oder Sonnenzeichen in der Astrologie. Ja. Dein Sonnenzeichen steht immer da, oder sagt das aus, was du bist. So, bei der Sonne geht es ebenfalls auch um die Quelle. Aber in Kombination mit dem Aszendent habe ich das Gefühl, lieber Krebs, dass du, das, also, warte mal, das, ich sage es dir gleich, aber erstmal möchte ich dir ganz gerne erklären, was der Aszendent so eigentlich ist. Also der Aszendent steht wirklich für die Rolle, die du spielst. Das ist dein Äußeres, dein Aussehen, wenn du es auch so möchtest, deine Energie, deine Attitude. Und das in Kombination mit der Sonne sieht eigentlich doch schon gar nicht so verkehrt aus. Ja, also, ja, die ist jetzt zwar hier umgekehrt, aber dennoch habe ich das Gefühl, okay, du tust auf jeden Fall irgendetwas, um wieder hier mehr in deine innere Kraft auch irgendwo zu kommen. Vielleicht ist es auch so, dass du eine Chakrenreinigung machen möchtest und dabei geht es vor allem sehr, sehr stark um dein Solarplexus-Chakra. Das ist auch oder wird auch das Sonnenchakra genannt und da geht es auf jeden Fall um deine Willenskraft, dein Selbstvertrauen, Willensstärke. Ja, das ist hier über dem Bauchnabel, das Solarplexus, genau. Also was ich bei dir sehe, ist, grundsätzlich sehe ich auf jeden Fall, nach außen hin machst du einen sehr, sehr guten Eindruck. Oder beziehungsweise auch einen sehr, sehr positiven, weil die Sonne ist hier alles, was positiv ist. Die Sonne steht wirklich für Lebensfreude, für das, was du von Natur aus wirklich bist, sozusagen. Und was ich auch einfach bei dir sehe, ist, ja, du zeigst dich wirklich hier so, wie du wirklich bist. Ja? Gut. Was habe ich hier oder was haben wir hier für dich? Lieber Krebs und da, oh, wow, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir total. Aber Trine steht wirklich für Segnungen. Trine steht wirklich dafür, dass es leichter wird, dass es einfacher wird, dass, ja, dass es wieder harmonischer auch einfach wird. Ja, vor allem auch in Beziehungen habe ich das Gefühl, wird es leichter. Kommunikation wird allgemein leichter. Pass bitte auf. Wir haben Anfang bis irgendwann Mitte Januar rückläufigen Merkur. Da ist vielleicht die Kommunikation nicht ganz so einfach, aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem bei dir, lieber Krebs, das Gefühl, Kommunikation, Verbindungen, gerade auch über Social Media werden irgendwie einfacher. Das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme, gerade über Social Media. Das kann WhatsApp sein, Facebook, Instagram, YouTube, sowas in der Richtung, ja. Also schon eine sehr, sehr harmonische, ergänzende Energie auch auf jeden Fall. Das ist gut, das ist sehr gut. Was haben wir hier für dich? Das erste Haus, ja. Ja, das erste Haus, da geht es wirklich um dich. Das ist dein Haus. Nee, warte, anders. Das ist das Haus, was sagt, da geht es um deine Persönlichkeit, deine Identität, Körper, Geist und Seele, kann man sagen. Und das sieht hier auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Da sieht man hier wirklich die Sonne. Also was ich bei dir sehe, ist wirklich, du beginnst an dich selber zu glauben. Du lernst oder du bist oder bist bald ab Januar unglaublich selbstbewusst. Also, da muss ich echt sagen, wow. Also, ja, bei einigen von euch ist es noch ein kleines bisschen Arbeit, das sehe ich auch. Aber trotz allem sehe ich hier wirklich grundsätzlich, sehe ich, dass du wirklich äußerlich auch einiges an dir machst, sodass du dich auch sozusagen wohler fühlst. Sodass das eben, ja, dass du dich einfach mal so kleidest oder deine Frisur so machst, wie sich das Ganze für dich wirklich stimmig anfühlt. Das, wie das Ganze oder was dich repräsentiert, dein Kleidungsstil, dein Make-up oder dein, ne? Du weißt schon, was ich meine, deine Art und Weise. Und das ist einfach das, was ich sehe. Du kommst immer mehr. Na, was heißt bei dir selber an? Ja, also so weit will ich jetzt noch nicht unbedingt gehen, aber es geht vor allem darum, dass du immer mehr das verkörperst, was du wirklich bist. Oder was du vor allem aber auch sein möchtest. Ja, das ist auch das, was ich bei dir sehe, lieber Krebs.
Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Guardian Angel Messages Tarot. Also ich sehe wirklich, man kann sagen, du strahlst, lieber Krebs, du strahlst. Du bist sehr selbstbewusst, du strahlst, das finde ich sehr gut. Ja, du hast ja auf jeden Fall sehr, sehr viel Bullshit erlebt, entschuldige bitte für den Ausdruck, aber es hat dich aber auch stärker gemacht und auch selbstbewusster. Ja, es hat auch dafür gesorgt, dass deine Grenzen nun gefestigt sind und dass du nicht mehr so schnell klein beigibst, was ja auch irgendwo gut ist. Ja. Und ich sehe wieder und ich bekomme wieder die Botschaft rein für dich, lieber Krebs, auch wenn es eine Wiederholung ist. Du folgst deiner Inspiration, du folgst dem, was dich inspiriert. Das ist das, was ich sehe. Und nicht länger dem, was deine Kraft zieht oder was dich runterzieht allgemein, ja? Das finde ich gut. Das gefällt mir für dich. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Sternzeichen sagen müsste, mit denen du es eventuell zu tun haben könntest, wäre jetzt hier Wassermann, Löwe. Das erste Haus wäre Widder, vielleicht auch Schütze, das kann der Fall sein. Aber von Sternzeichen will ich das Ganze um Gottes Willen nicht abhängig machen. Also was ich bei dir wirklich sehr, sehr stark sehe, du zeigst dich wirklich so, wie du wirklich bist. Du zeigst dich so, wie du wirklich bist. Weil wir haben hier Wassermann und bei Wassermann geht es auch irgendwo um Authentizität und um Einzigartigkeit. Und das ist genau das, was du jetzt zeigst. Das verkörperst du. Ja? Du ziehst auch Sachen an, die deinem wahren Selbst widerspiegeln. Wenn du zum Beispiel mehr gerne T-Shirts trägst, trägst du mehr T-Shirts. Wenn du mehr so der Anzugtyp bist, trägst du mehr Anzüge. Na, ich glaube, du weißt, was ich meine. Vielleicht auch mal neue Haarfarben ausprobieren. Ein bisschen mehr Farbe in die Haare, Strähnchen oder sowas in der Richtung. Bei mir sind ja, also ich habe ja jetzt momentan, meine Haare sind gefärbt. Ich färbe ja auch meine Haare, die sind jetzt momentan sehr, sehr dunkel. Mit lila Pinkstich so ein bisschen. Okay, so. Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Ich muss mich mal richtig hinsetzen, sonst habe ich hier echt ein Problem. So, wenn ich nicht richtig sitzen kann, dann klappt hier gar nichts. So, Krebs, Januar. Was bringt? Ich muss mal ganz, ganz kurz, lieber Krebs, das Fenster zumachen. Es wird kalt. Heute scheint sogar ein wenig die Sonne. Okay, Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was bringt jetzt der Monat Januar noch dem Krebskollektiv? Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Januar. Was bringt jetzt der Monat Januar noch dem Krebs? Krebs, Januar. Was kommt noch im Januar auf Krebs zu? Krebs, Januar. Hier ist runtergefallen, ich hebe sie gleich auf. Januar, Krebs, was kommt noch? Okay. Krebs, bitte noch eine Karte für die Krebse für den Monat Januar. Dann eben die zwei, soll mir recht sein. Okay, also sehr interessant, was ich jetzt hier schon mal. Okay, ich hebe erstmal die eine Karte auf, die heruntergefallen ist. So, du hast hier als erstes, ich muss jetzt auch mit der Karte anfangen, die acht des Feuers sind die acht der Stäbe. Also hier geht auf jeden Fall etwas vorwärts. Man wird ja auf jeden Fall aktiv. Ich sehe, lieber Krebs, du wirst aktiver werden. Du bewegst dich auch körperlich mehr. Das ist auch das, was ich sehe. Vielleicht machst du mehr Sport. Steht auch für das erste Haus, für den Körper. Sport ist das Haus des Widders. Und bei Widder geht es auch um, ja, Aktivität und auch körperliche Aktivität, weil du stellst fest, okay, dadurch hast du ebenfalls auch mehr Energie. Ja, das ist auch das, was ich hier sehe. Es kann jetzt ebenfalls auch passieren, lieber Krebs, dass allgemein jetzt bei dir ab Januar vieles auch gleichzeitig geschieht. Da bekomme ich erstmal weiter keine Botschaften. Was aber jetzt sehr interessant ist, und das ist wirklich sehr interessant, die Karte steht auch für Nachrichten, Botschaften. Und jetzt habe ich hier einen Ritter des Wassers. Vielleicht hat es noch mit einem anderen Wasserzeichen zu tun, mit einem anderen Krebs, Fische oder Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent. Es kann sein, dass hier eine Nachricht auf dich zukommt und sich hier jemand mit dir versöhnen möchte.
Vielleicht ist es so, dass jemand dir ein Kompliment macht, vielleicht auch eine Liebeserklärung, einen Heiratsantrag. Jemand kann hier, oder bei einigen von euch hier zumindest, liebevoll auf euch zukommen. Ja, mit einer Überraschung, hey, wollen wir uns treffen? Das ist, was ich sehe. Jemand, der ist auf jeden Fall sehr, sehr romantisch veranlagt, emotional, vielleicht auch ein kleines bisschen dramatisch. Es kann aber auch dich darstellen, lieber Krebs, ne, dass du jetzt im Januar sehr, sehr romantisch veranlagt bist, sehr emotional, hin und wieder ein kleines bisschen dramatisch, eine kleine Drama Queen vielleicht. Ne, aber das habe ich jetzt bis jetzt eher weniger. Höchstens jetzt hier vielleicht, wenn du ein paar Stimmungsschwankungen hast, vielleicht um die Zeit des Vollmondes oder Neumondes, das kann passieren. Ja, aber das hier ist schon mal interessant. Da bin ich echt gespannt hier, was sich da bei euch zeigt. So, ich würde sagen, es geht jetzt hier erstmal. Ja, ich hab den hier schon gesehen. Deswegen muss ich jetzt hier weitermachen. Das ist der Herrscher. Das ist die Widderenergie. Also hier habe ich irgendwie das Gefühl, dass hier jemand in Führung geht. Irgendjemand kommt hier, macht hier den ersten Schritt, habe ich das Gefühl. Das, ja, irgendwie, ja, ich glaube wirklich, hier macht jemand den ersten Schritt. Ich habe hier schon eine männliche Energie, muss ich dir sagen. Durch den Herrscher und durch den Ritter der Kelche jetzt hier habe ich wirklich eine sehr, sehr starke männliche Energie. Hier kann jemand auf dich zukommen. Ganz, ganz plötzlich. Und das hast du nicht, das siehst du nicht kommen. Ja, das kann durchaus bei einigen von euch der Fall sein. Aber ich will jetzt hier um Gottes Willen keine falschen Hoffnungen machen. So ein Typ bin ich nicht. Es kann durchaus auch sein, dass du jetzt das hier verkörperst. Dass du sagst, hey, ich bin Herrscher, Herrscherin meines eigenen Lebens. Und ich bin selber für mich, für mein Glück verantwortlich. Ich sorge jetzt ebenfalls für mehr Struktur in mein Leben. Ich sorge jetzt ebenfalls dafür, dass ich mit mehreren Aufgaben gleichzeitig locker und leicht irgendwo auch zurechtkomme. Ja, das ist auch das, was ich hier wahrnehme, dass du ebenfalls auch mehr, dass du organisierter bist mit deinen Dingen, die du vielleicht zu viel zu tun hast. Also falls du, nochmal von vorn, solltest du jetzt hier irgendwie mehrere Aufgaben gleichzeitig irgendwie in Angriff nehmen wollen, sehe ich auf jeden Fall, dass du sehr, sehr organisiert bist. Ja. So, jetzt hast du hier noch die Hohepriesterin, hat sich jetzt hier als hat sich jetzt hier unten drunter gezeigt. Lieber Krebs, folgende Botschaft. In Bezug auf eine bestimmte Person, höre bitte auf dein Gefühl. Höre auf deine Intuition. Deine Intuition lügt niemals. Ja? Dein Gefühl lässt dich wissen, ob etwas gut ist für dich oder eben nicht. Ob jemand es ernst meint oder eben nicht. Ja, deswegen achte unbedingt auf deine Intuition. Aber generell, lieber Krebs, du bist von Natur aus sehr, sehr intuitiv. Ja? Ja, bist du. Ne? Und deswegen darfst du auch definitiv mal darauf hören. Okay, auf jeden Fall sehe ich dich. Solltest du dich in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch selbstständig sein oder jetzt nur wirklich in die Führungsposition gehen, mehr Autorität ausstrahlen, allgemein in dein Leben, mehr. Char Ich sehe euch auch unbedingt auch sehr, sehr charismatisch. Das ist auch das, was ich sehe. Charismatisch, aber intuitiv. Das ist so das, was ich hier sehe. So, unten drunter. Die zwei der Luft sind die zwei der Schwerter. Unentschlossenheit, Avoidance, da geht es irgendwie darum, dass man hier etwas vermeidet oder vermeiden möchte. Und es geht um eine Verwirrung, ja? Vielleicht ist es so, dass du dich noch nicht so richtig entscheiden sollst. Vielleicht geht es dabei um eine bestimmte Person oder vielleicht auch zwei Personen, dass du zwischen zwei Personen vielleicht so ein bisschen schwankst. Entscheide ich mich für den oder für den, ne? Also das kann durchaus auch der Fall sein. Hier die Zahl 2 ist jetzt nochmal eine Bestätigung so ein bisschen für mich, dass man jetzt hier mit zwei Personen zu tun haben kann. Wow. Oder aber mehrere Aufgaben. Das kann auch sein, dass du mehrere Aufgaben irgendwie gerade aufhast oder dass du mehreres in Angriff nehmen möchtest und nicht so richtig weißt, okay, was als erstes? Ja, deswegen höre auf deine Intuition, geh Schritt für Schritt vor, ja, mach das Schwierigste zuerst oder das Leichteste zuerst, was auch immer sich für dich stimmig anfühlt. Genau. So, lieber Krebs, es geht weiter. Nun mit dem nächsten Deck. Und jetzt muss ich mal gucken, was verwende ich jetzt als nächstes für dich? Genau, ich verwende jetzt als nächstes, das ist das Spellcasting-Orakel. Und da bin ich gespannt, was da jetzt für dich rauskommt. Okay, Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was bringt jetzt der Monat Januar noch dem Krebs? Also ich muss wirklich sagen, im Großen und Ganzen hast du hier gar keine schlechten Karten. Gerade weil du ja jetzt auch sehr, sehr viel durchgemacht hast, gerade auch im letzten Jahr, ne? Und da sehe ich auf jeden Fall, ja,
Also das gönne ich dir wirklich vom Herzen, lieber Krebs, dass es jetzt nun wirklich besser für dich wird und vor allem auch leichter. Ja. Das freut mich sehr für dich. Krebs, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Ich muss mich wieder richtig hinsetzen. So. Januar. Was bringt der Monat Januar noch dem Krebskollektiv? Krebs. Januar. Was kommt noch? Vertraue ebenfalls auch, lieber Krebs, auf deine eigenen Fähigkeiten. Vertraue auf deine eigenen Fähigkeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Solltest du, ich weiß nicht genau, was du machst, aber die Menschen spüren, ob du dir selbst, deinem Projekt oder das, was du anbietest, ob du dem vertraust, dahinter stehst oder eben nicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du auf deine Fähigkeiten, das, was du kannst, vertraust. Januar, was bringt jetzt noch der Monat Januar dem Krebs? Nummer 1, Januar Krebs. Was kommt noch im Monat Januar auf Krebs zu? Januar. Da kommt schon mindestens eine Karte noch. Was bringt jetzt der Januar noch dem Krebskollektiv? Januar Krebs. Okay. So, unten drunter hast du folgende Energie, eine Reise. Ja, vielleicht möchtest du verreisen. Das kann jetzt hier der Fall sein, während des rückläufigen Merkurs. Okay. Da könnten auf der Straße einige Idioten unterwegs sein. Ich warne dich nur mal ganz kurz vor, weil ich bin schon das öftere Mal verreist unter dem rückläufigen Merkur und um Gottes Willen. Also, das sind wirklich nur Verrückte echt unterwegs, die überhaupt kein Auto fahren können oder eigentlich schon, aber irgendwie, keine Ahnung, dann doch nicht. Anderes Thema. Auf jeden Fall kann es ja wirklich sein, dass du vielleicht verreisen möchtest. Es kann aber ebenso auch sein, dass es bei dir um eine Art spirituelle, persönliche Reise geht, hin zu dir selbst oder deinem wahren Sein, auch irgendwo. Ja. Okay. So, was haben wir hier für dich? Da haben wir die Stärke. Ja, wow, das passt auch ganz, ganz gut zur Sonne. Also bei der Stärke geht es auf jeden Fall ja um deine Kraft, dein Selbstvertrauen, deine Stärken, aber auch an sich, deine Talente. Und deswegen habe ich dir gesagt, auf jeden Fall pass bitte, ja oder geh, nee, anders, vertraue auf deine Fähigkeiten, vertraue auch irgendwo dir selbst. Also was ich bei dir wirklich sehr, sehr stark sehe, lieber Krebs, ist, dass du wieder in deine Power kommst, du strahlst. Ich sehe, du leuchtest. Du strotzt auch wirklich vor Selbstvertrauen. Du bist unglaublich selbstbewusst, du hast unglaublich krasse Löwe-Energie hier. Vielleicht bist du auch irgendwas mit Löwe. Und bei Löwe, die sind wirklich, die sind extrovertiert, die strahlen, die leuchten wirklich. Ja, die haben auch wieder mehr Spaß auch am Leben. Also kann es auch wirklich bedeuten, dass wieder mehr Freude, mehr Leichtigkeit und Verspieltheit auch wieder in dein Leben kommt. Ja, das finde ich unglaublich schön. Gerade jetzt auch für dich, lieber Krebs. Ja. Was hast du hier? Spirit Guide. Oh. Ein Spirit Guide, das ist sowas wie eine Art, ja, so ein Schutzengel kann man sagen. Ein Schutzengel, so ein Engel, der an deiner Seite ist, jemand, der dich führt, der an deiner Seite ist. Es kann ein Schutzengel sein. Vielleicht auch ein Krafttier, dein Krafttier Löwe, lieber Krebs. Das kann der Fall sein, dass dein Krafttier ab Januar oder vielleicht sogar jetzt schon eine Art Löwe ist. Löwe, Katzen, sowas in der Richtung. Ja, vielleicht auch, ja, was auch immer. Also was auch immer du momentan für Tiere siehst, sehr, sehr oft, das könnte wirklich sein, dass das dein Krafttier ist. Ja, zum Beispiel Katzen stehen ja wirklich für Unabhängigkeit, für Verspieltheit zum Beispiel, aber auch für Selbstvertrauen. Genau. So, lieber Krebs, jetzt nun das vorletzte Kartendeck für dich. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was jetzt hier für dich kommt. Jetzt verwende ich für dich, das ist das Work Your Light Orakel von Rebecca Campbell. Dein Spirit Guide, dein Schutzengel, wie auch immer du es nennen magst, ist auf jeden Fall auch. Also zum einen habe ich das Gefühl, das ist ein Krafttier. Ja, das ist jemand, der kann dich in deinem jetzigen Prozess auf jeden Fall auch dabei unterstützen, du selbst zu sein. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist wie eine Art. Dass es jemand ist, der von dir gegangen ist, lieber Krebs. Das ist auch das, was ich gerade reinbekomme. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eine männliche Person ist. Es kann ein Vater sein, Vaterfigur, Großvater. Ich spüre hier schon eine männliche Energie, sehr, sehr stark, ja. Da ist auf jeden Fall jemand gerade an deiner Seite wie eine Art, ja, das ist wie eine Art Spirit Guide für dich. Also so ein Wächter, der auf dich aufpasst, wenn du, ne, wenn du weißt, was ich meine. So, Krebs, was kommt noch? Was kommt jetzt im Januar noch auf Krebsi zu?
Krebs, sondern mit Aszendent Venus. Januar, was bringt der Monat Januar noch dem Krebskollektiv? Januar, Krebs, was kommt noch im Januar auf dem Krebs hinzu? Januar, Krebs, Krebs, Januar, was kommt noch im Januar auf Krebs zu? Januar, Krebs. Ich würde sagen, die beiden nehme ich jetzt auch direkt. Okay, also was ich hier bei dir sehe, ist, dass du wieder Kraft tankst. Ja? Du tankst hier auf jeden Fall wieder Kraft ab Januar. Es geht darum, sich zurückzuziehen, sich auch einfach mal auszuruhen, den Brunnen zu füllen, deinen Brunnen zu füllen. Und das ist genau auch das, was damit gemeint ist. Und ich glaube, du wirst dazu auch angeleitet. Du bekommst da Zeichen diesbezüglich. Das ist das Gefühl, was ich hier wirklich gerade reinbekomme, lieber Krebs. Du bekommst mehrere Zeichen. Hey, geh in die Ruhe, geh in die Stille, ruh dich aus. Ja, und das ist jetzt ein eindeutiges Zeichen für dich, lieber Krebs, mach es. Ja, weil ich habe das Gefühl, die Kraft wirst du brauchen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, um Gottes Willen, im Gegenteil, das ist eher was Gutes. Ja, also für dich geht es wieder darum, komm wieder zu Kräften. Unten drunter hast du hier die Seelenfamilie. Ich habe das Gefühl, da gibt es jemanden, der kann dir auf jeden Fall dabei helfen. Das ist genau das im Prinzip, was ich dir schon gesagt habe. Hier kann dir jemand dabei helfen, wieder zu Kräften zu kommen, in deine Stärke zu kommen. Jemand aus deiner Seelenfamilie, ein magischer Begleiter, ein Engel, ein Schutzengel, jemand, der schon von dir gegangen ist und jetzt als dein Schutzengel wirkt, sozusagen, sowas ist möglich. Ja, dein Krafttier oder auch jemand, der noch lebt, auch sowas ist möglich, eine Art Coach, Mentor, Therapeut, sowas in der Richtung. Hier kann dir wirklich jemand helfen. Ne? Unten drunter, lieber Krebs, okay, du richtest auf jeden Fall dein Leben aus. Ne, du entfernst wirklich alles aus deinem Leben, was einfach nicht mehr zu dir gehört. Also es kann wirklich sein, dass du jetzt auch wirklich ja, deine Haut, deine alte Haut schälst und sagst, nee, das passt nicht mehr, dass du deine Klamotten aussortierst, dass du einfach mal aufräumst, ne, irgendwelches Deko-Kram einfach mal entfernst, wo du sagst, nö, das gefällt mir nicht mehr, das ist schon zu alt, das habe ich schon seit 30 Jahren oder, ne, ich glaube, du weißt, was ich meine, aber hier guckst du jetzt, oder was man hier auf jeden Fall sehen kann, du sortierst, oder einige von euch, ihr sortiert ebenfalls auch Menschen aus, das ist auch das Gefühl, was ich habe. Ihr sortiert hier eindeutig auch Menschen aus. Und auch allgemein etwas, was nicht mehr mit dir in Resonanz geht. Oder das hast du schon getan, lieber Krebs. Und das hat unglaublich viel Kraft gekostet. Und nun wirst du angeleitet, hier wieder zu Kräften zu kommen. Und dabei kann dir auf jeden Fall jemand helfen. Dein Schutzengel, als Engel Michael zum Beispiel, als Engel Raphael. Ne? Ein Mensch, der von dir gegangen ist. Das habe ich auch bei einigen von euch. Ja? Du weißt schon, was es ist. Du weißt, was es ist. Ja, es ist eine männliche Energie. Es kann aber auch eine Frau sein. Aber ich spüre wirklich von der Energie her, ist die Energie wirklich sehr männlich. Okay, das letzte Kartendeck, lieber Krebs, was ich jetzt für dich verwende, ist das Zauber der Meerjungfrauen und Delfine von Doreen Virtue. Ja, also bei einigen von euch spüre ich schon eine gewisse Ruhelosigkeit. Ne, deswegen ist es ja für dich umso wichtiger, hey, zieh dich mal zurück, komm zu Kräften. Du bekommst Botschaften, dein Körper teilt es dir mit, beziehungsweise bekommst du Zeichen. Ja, wenn dem so ist, dann zieh dich hier wirklich zurück. Deine Seelenfamilie, deine Engel sprechen da gerade zu dir, hallo, zieh dich zurück, komm hier wieder zu Kräften. Ja, jetzt wo du das Video siehst, komm zu Kräften. Ja, solltest du jetzt wirklich das Gefühl haben, okay, ich bin kraftlos und so, ne? Okay, dein Krafttier oder bei einigen von euch, die Krafttiere könnten Wale oder auch ebenfalls Delfine sein. Delfine stehen auch wirklich für Lebensfreude. Ja. Okay, so. Krebs, das letzte Kartendeck. Jetzt noch ein paar Botschaften bitte für Krebs für den Monat Januar. Botschaften bitte für Krebs für den Monat Januar. Botschaften für Krebs für Januar. Noch eine bitte. Botschaften für Krebsi. Für Januar. Noch eine Karte, bitte. Oh, da will noch eine. Okay, da will noch eine, spüre ich. Dankeschön. Okay, wow. Strebe nach mehr. Erhöhe deine Maßstäbe und erwarte dir mehr. Gib dich hier nicht zufrieden.
Also das finde ich schön, lieber Krebs, dass du jetzt wirklich anfängst und sagst, hey, ich wünsche mir mehr. Ich bin mir ein bisschen mehr wert. Und das ist genau das, was ich dir gesagt habe mit den 8 der Kelchen hier. Du willst mehr. Du beginnst damit, jetzt hier wirklich mehr zu wollen. Und gibst dich nicht mehr mit irgendwelchen Larifari-Kram zufrieden. Ja, sorry für den Ausdruck, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ansonsten ist es jetzt ebenfalls auch wirklich, kommt jetzt nur ebenfalls auch die Zeit für dich, lieber Krebs, dass du dich nicht mehr mit weniger, als du wirklich wert bist, zufrieden gibst. Ja? Unten drunter hast du jetzt hier folgende Energieerholung. Ja, guck mal. Du hast hart gearbeitet, in Klammern hast viel durchgemacht. Ruhe dich aus, halte ein Schläfchen. Das ist jetzt der Hinweis für dich. Solltest du jetzt hier wirklich total K.O. sein, total kaputt, erschöpft, ruhe dich aus. Ruhe dich aus, Krebs. Ja? So, dann schauen wir mal, was ist jetzt hier noch rausgefallen? Da hast du Zeit zum Weitergehen. Es ist Zeit, das alte, abgetragene loszulassen, damit Raum für Neues entsteht. Du gehst hier auf jeden Fall weiter. Ich sehe, du gehst hier weiter, lieber Krebs, ja? Du lässt jetzt hier wirklich alles los, was nicht mehr zu dir gehört. Du kommst wieder in deine Kraft, langsam aber sicher auf jeden Fall. Ja, das sehe ich bei dir. Du kommst wieder in deine wahre Natur, deinen wahren Ursprung zurück, in dein Selbstvertrauen auch auf jeden Fall. Genau, was haben wir hier für dich? Heilendes Herz. Guck mal, dein Herz heilt. Oder aber, du bist eine starke Heilerin. Mache weiter mit deiner großartigen Arbeit. Einige von euch seid hier möglicherweise auch Heiler. Heilende Hände, Heilung durch Berührung, Heilung durch Worte oder Gesang, sowas in der Richtung. Also einige von euch, ihr seid ja Heiler. Und wenn das so ist, ja, wenn du jetzt sagst, so, ich bin wirklich eine Heilerin oder zumindest habe ich das Gefühl, ich habe heilende Kräfte, dann erwarte dir mehr. Erwarte dir mehr. Denke größer. Ja, strebe nach mehr, strebe nach Erfolg, strebe nach, ja, du weißt, was ich meine, ne? Gib dich auf jeden Fall nicht mit weniger zufrieden. Auch nicht mit irgendwelchen niedrigen Gehalt. Ja, das ist ebenfalls auch das, was ich sehe. Also, du, wenn du jetzt hier im spirituellen Bereich irgendwie auch unterwegs bist oder allgemein selbstständig, ne, ist jetzt völlig egal wo, dann darfst du nach mehr streben. Ja, dazu ist es aber wichtig, dass du an dich selber und ebenfalls auch an deinen Talenten glaubst. Das ist ganz, ganz wichtig. Vertraue hier wirklich auf deine Talente. Und der Rest wird von alleine kommen. Ja? Okay, lieber Krebs, ich wünsche dir einen wunderschönen Januar. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss!